Hallo, hallo. Heute möchte ich euch zwei kleine Tipps eigentlich zeigen. Und zwar geht es hier um Folgendes. Ich habe Langzeitbelichtungen gemacht, immer mit Stativ vom gleichen Objekt eigentlich. Und das sind ja in Summe 13 Fotos, die ich aber alle in einer Photoshop-Datei gerne hätte und natürlich auch gerne fixfertig überlagert, dass die Fotos dann übereinander passen. Einige von euch werden es wahrscheinlich folgendermaßen machen. Sie hier die Fotos auswählen. Ich wähle hier drüben alle aus, klicke auf Bilder öffnen. Okay, wir brauchen ja nicht so viele zum Herzeigen. Und dann sage ich, okay, das hier ist mein erstes Bild. Das zweite habe ich hier. Ich wähle hier das Verschieben-Werkzeug. Klicke auf die Ebene, ziehe sie hier auf meine erste Photoshop-Datei, drücke die Umschalttaste. Und lasse sie aus. Wähle die zweite Datei, ziehe sie rüber, ziehe sie hier rein, drücke die Umschalttaste, lasse sie aus, nehme die nächste Datei und so weiter und so fort. Naja, das Ganze wird dann recht schnell, recht langwierig und aufwendig. Es sind in Summe 13 Fotos. Diese Arbeit möchte ich mir ersparen. So, ich schließe hier alle. Und nutze hier eine Funktion, die in Photoshop integriert ist, und zwar unter Datei, Skripten, Dateien in Stapel laden. Hier wähle ich einfach meinen Ordner aus, den ich gerne hätte. Wähle mir alle, auch in diesem Fall hier RAW-Dateien, inklusive XMP-Dateien, also den Config-Dateien hier aus. Klicke auf OK. Quellbilder nach Möglichkeit automatisch ausrichten. Und drücke auf OK. Die restliche Arbeit übernimmt mir jetzt der Photoshop. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. So, Photoshop hat jetzt da fertig gerechnet, hat mir alle Dateien jetzt in Moment. Ha, sehr schön. So, hat mir alle Dateien jetzt da in eine Datei gegeben. Ich speichere das mal ab. Egal. So, und das zweite Problem, was ich jetzt eigentlich habe, ist, dass mir die Ebenenreihenfolge hier nicht passt. Denn ich möchte hier wirklich eigentlich mit der dunkelsten Ebene beginnen oder mit dem dunkelsten Foto hier und dann nach der Reihe die helleren oder die anderen Fotos damit verrechnen und das bearbeiten. Jetzt habe ich aber folgende Möglichkeit. Ich kann hier sagen, das hier ist meine letzte Ebene, die möchte ich ganz oben haben. Das ist meine nächste Ebene, die möchte ich auch ganz oben haben, also als zweites dann haben. Die nächste Ebene, die möchte ich als drittes haben. Die nächste Ebene, die möchte ich als viertes haben. Ja, das kann dann mit der Zeit ziemlich aufwendig werden. Das wollen wir natürlich nicht. Wir sind Photoshopper. Ich mache hier Folgendes. Ich wähle hier einfach mit gedrückter Umschalttaste alle Ebenen aus. Also zuerst die erste Ebene. Dann die letzte Ebene, die ich hier haben möchte, und überlasse das wieder Photoshop mit einer Funktion, und zwar Ebene anordnen. So, jetzt habe ich es gefunden und umkehren. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, da könnt ihr euch je nach Anforderung spielen. Klicke hier auf Umkehren und schon ist die Sache erledigt, ohne viel Aufwand. In diesem Sinne, viel Spaß beim Probieren. Bleibt kreativ. Euer Maxl. Tschüss, Baba. Ciao.